Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und es wird ziemlich merkwürdig, denn das wird mein erster Vlog. Mein erster richtiger Vlog. Ich habe jetzt eine neue Kamera gekauft, eine Sony DX irgendwas, keine Ahnung, weil ich mir dachte, ach komm, ich bin Best YouTuber auf YouTube. In der Tat. Da muss ich doch auch einfach mal vloggen. Hier mit einer Kamera, die nicht meine Facecam ist, weil Best YouTuber auf YouTube machen das eben so. Deswegen dachte ich mir, dass ich mit diesem Gegenlicht filme, sodass man mich nicht sieht. Das sind halt die guten Sachen, der den besten YouTuber ausmachen. Er weiß man, kennt man nicht anders. Und man sieht da meinen Glasmüll im Hintergrund. Macht nichts. Auf jeden Fall, ich werde ein bisschen vloggen. Ich werde einfach mal gucken, wie sich das entwickelt, was ich so vloggen kann, weil ich habe eigentlich nichts beim Leben zu vloggen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Und dann gucken wir mal weiter, was ich so mache. Ich werde jetzt erstmal gleich was zu essen bestellen und dann sehen wir uns gleich wieder beim Essen, wenn ich was zu essen bekommen habe. Wir bestellen was zu essen. Oh, es gibt heute Indisch, obwohl ich eigentlich eine Pizza bestelle. Was gibt es denn für eine Pizza? Ich hatte eigentlich mich schon... Ja, Selbstabholung nicht. Das Tolle ist, wir haben sogar Gutscheine. Also ich habe einen Gutschein und da wollte einfach mal... Wahrscheinlich noch ein paar Leute kommen. Gibt es hier die Hawaii? Passt. Und dann, ich mache doch so eine kleine indische Vorspeise. Aber ich weiß, die machen halt gute Pizzen, deswegen bestelle ich einfach mal eine riesen... Muk Pakora. Muk ist doch hier dieses gebraten und... Moment, ist das Pakora? Pakora ist, glaube ich, ausgebacken frittiertes Essen in Indien. Klar. Naan. Cheese Naan, Garlic Naan. Nein, ich nehme, glaube ich, Muk Pakora. Das klingt gut. Hähnchenbrustfilet bestellt. 20 minutes later. Essen. Oh, meine Pizza ist durchgeknickt. Leute, schaut euch diese Pizza an. Nicht, dass die riesig ist, so im Vergleich zur Hand. Ich meine, aber Hawaii. Ananasstücke, Käse. Knuspriger Rand. Wo ist der Schinken? Was soll man dazu sagen? Kopf ab. Kleines Update zur Pizza. Ich habe Schinken gefunden. Klar. Also guck, das ist ein Ananas. Schinken. Rand. Aber ich will erstmal das hier essen. Dieses Zeug. Ich habe das noch nie gesehen. Das klang nur gut auf der Bestellung. Keine Ahnung, was das kann. Wahrscheinlich dick machen. Was ist das denn? Das sieht aus wie kleine lebende Tiere. Naja, ich hoffe mal, das schmeckt. Und ich werde hoffentlich nicht falken. So, Plan für heute Abend ist es dementsprechend jetzt noch, nachdem ich die Pizza gegessen habe, Enderal aufzunehmen. Das wird lustig. Sehr, sehr, sehr viel später. Ich habe jetzt einfach mal bis 2 Uhr aufgenommen. Skyrim, man sieht das hier, glaube ich. Hier, genau. Das sind alles die neuen Aufnahmen. Und das da unten auch noch. Das sind noch die, die ich schon benannt habe. Alter, ich hatte nicht gedacht, ich muss mal den Bildschirm hochklappen, ob ich im Bild bin, dass ich jetzt plötzlich doch so viel Skyrim wieder gerade aufgenommen habe. Ich meine, Alter. Ich hätte damit nicht gerechnet, bis 2 Uhr nachts. Naja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt schlafen. Ich weiß nicht, was ich morgen mache. Wahrscheinlich wieder Skyrim aufnehmen. Ist ja jetzt Wochenende. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Bis dahin. Tschüss. Also mein Plan für heute ist jetzt erstmal, dass ich, ich weiß nicht, also ein bisschen aufnehme. Da wollte ich ein bisschen lernen. Also ein bisschen viel. Muss ich noch ein Buch durchkriegen
Und dann müssen wir nochmal gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, ob heute TTT-Aufnahme ist, keine Ahnung. Dann das. Wir sehen uns erstmal, dass sie nicht mehr so aussehen wie. Hingekackt und hingeschissen. Bevor ich jetzt aber erstmal in die Aufnahmen gehe, machen wir Wäsche waschen. Oh, das ist kein Product Placement für Korall oder ja. Wäsche. Ich habe jetzt gerade die Wäsche gemacht, habt ihr ja gesehen wieder. Jetzt habe ich gerade einen Kumpel angeschrieben, dass ich für ihn das Hammelbundle kaufen soll. Mache ich jetzt auch mal gleich. Sehen wir hier schon, ich glaube, ich bin auf der Seite vom Hammelbundle hier jetzt schon. Das Capcom Sega Hammelbundle, was eigentlich ganz gut ist. Da sind ganz gute Dinger bei hier oben jetzt. Ja, nicht bei Ionic Commando, ist vielleicht noch ganz gut. Hier ist Dead Rising dabei. Resident Evil 4 und Tesla Effect Attacks Murphy. Ist ganz lustig. Mein Freund aber will hier den Multisport-Manager und DMC 4. Okay, das ist einfach dabei. Ich gehe es jetzt einfach mal kaufen und ja, ich lerne jetzt noch ein bisschen, wie man im Hintergrund sieht. Das ist ein bisschen die Präsentation. Mal gucken, wir haben es jetzt 13 Uhr. Keine Ahnung, wie lange ich lerne. Vielleicht 2000 Jahre, irgendwie so. Und dann ist wahrscheinlich schon Abend und dann gucken wir mal, was ich dann irgendwie noch mache, ob ich dann noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas tue, außer lernen. Wir sehen dann weiter. 2000 years later. Ja, nachdem ich jetzt ein paar Stunden gelernt habe, ich meine, es ist jetzt mittlerweile 21.50 Uhr. Ich habe etwa knapp, ja, das müssten 6 Stunden gelernt gewesen sein. Ich nehme jetzt ein bisschen Skyrim auf. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich im Spiel. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und, letzte Folge haben wir ja quasi noch die Deus Ex Machina gesucht und jetzt sind wir auch schon dabei. Ne, haben wir gar nicht in der letzten Folge. Ich bin ein dummer Spast, wie immer. 7.59 Uhr morgens. So, ich habe jetzt den Sonntag, habe ich glaube ich nicht mehr aufgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Das lag einfach daran, dass zum einen ist nichts am Sonntag passiert. Ich habe gelernt. Ich habe ein bisschen mit Acel und Mossy, habe ich auch rausgerotzt aufgenommen. Ich weiß nicht, wann dann die Folge kommt. Und zum anderen ist halt nicht viel passiert. Jetzt ist wieder so ein Montag, glaube ich. Ja, es ist Montag und ich gehe jetzt einkaufen in die Rewe, also Matthias Zwingelmarkt quasi, und ja, ich kann ja mal einfach so reinpacken, wie unser Tanzverbot das immer macht, was ich gekauft habe. Ich sehe, dieses Hemd passt nicht. Ja, das ist dieser schlechte Schnitt von Finch und Cotton. Ich hasse die eigentlich, ne? So, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt einkaufen und sehen uns dann danach. Ja, Leute, was soll ich sagen? Hier mal wieder willkommen zum Spannbettlaken der Woche. Ja, warum das Spannbettlaken? Naja, ich war ja gerade einkaufen, habe ich erzählt, und was sehe ich da auf YouTube? Super Video. Warte mal, kann ich ja gerade mal zeigen. Hier. Ich komme nach Hause, direkt das erste Video, was ich sehe, natürlich mein Einkauf vom mit dem Tanzerboot. Und da dachte ich mir, ach komm, machst du doch mal genauso. Du warst gerade einkaufen, siehst das Video und zeigst jetzt, was du auch eingekauft hast. Fangen wir an hier mit dem leckeren Gulaschfleisch. 800 Gramm Gulaschfleisch vom Metzger gekauft. Ja, warum? Natürlich, ganz klar, ich mache Gulasch. Hier auch passend dazu der lecker Bauchspeck geräuchert, keine Ahnung, ob das der richtige ist. Im Rezept stand Speck. Hier ist auch gut, dass im Speck halt Zeugs drin ist. Ich meine, ich habe Chemie studiert, aber das, also, ne? Ist meist viel Zucker drin, ne? Ascorbat und so. Kennen wir. Ist auch super. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Kann man auch drin baden. Soll super sein.
Stand habe ich hier Corny Free, die Joghurt-Version. Warum? Naja, ich brauche irgendwas für die Arbeit zu essen. Dann haben wir noch die super saure Sahne. Kann man sich auch sparen, wenn man einfach die Sahne im Kühlschrank stehen lässt, vergisst. Geht auch. Ist natürlich super. Brauche ich auch fürs Gulasch. So, dann haben wir hier das. Habe ich nicht noch eine dritte Tüte? Ich habe irgendwo noch eine dritte Tüte, keine Ahnung. Haribo mit den Erdbeeren. Die Erdbeeren finde ich super. Da kann man tatsächlich auch mal Bibi und Julienke zustimmen. Die haben wir ja in Schoko getunkt. Soll echt lecker sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Lakritzparade auch noch, habe ich gekauft. Ja, ja, war im Angebot. Was habe ich auch noch gekauft? Mein einzig enttäuschender Kauf hier. Zwiebeln aus Hessen. Also Rheinland-Pfalz wäre besser. 1000 Gramm, ja, ich brauche nur 250. Die restlichen 750 werde ich wegschmeißen, weil das zu viel ist jetzt. Hier sind noch die anderen Müsli-Riegel. Auch kann man immer essen. Hier, diese Dinger finde ich am besten. Hatten sie nicht im Angebot. Hat mich traurig gemacht. Dann, wie immer, irgendwelche Barilla-Soßen oder Pestos. Pestis? Pestos, hier mal diesmal Pecorino. Finde ich lecker, ist mit Käse. Passend dazu auch die Barilla Olivensoße. Ist auch gut, obwohl ich keine Oliven mag. So, dann auch fürs Gulasch hier das Weinsauerkraut. Ist auch ein super Geräusch, wenn man da drauf haut. Ist auch eine tolle Konsistenz. Also Sauerkraut muss auch zum Gulasch dazu. So, dann mein täglich Eis der Woche, Geburtstag. Diese Woche Plombier, polnisches Eis oder russisches. Ich glaube, polnisches ist es. Kennen alle. Ich wollte erst dieses Karamellzeug nehmen, aber ich dachte mir, ah nee, das ist nicht so original. Jetzt bin ich kein Pole, aber ich finde dieses Eis toll. Das macht dick. Ich weiß. So, was habe ich noch? Klar, für den gesunden Teil dieser Woche habe ich Eistee gekauft. Ich trinke ja sonst immer nur Wasser, wie der Drachenlord. Deswegen kaufe ich das. Hier auch noch Brühwürfel im Rezept, stand zwar Gemüsebrühe, aber die waren mir zu teuer. Habe ich die hier gekauft. Dann Nudeln. Nudeln und Nudeln. Klar, braucht man in jedem Einkauf. Deswegen Nudeln gehen immer. Hier sind übrigens noch die restlichen Haribo-Dinger. Diese Frösche. Ja. Dann, es ist ja jetzt schon Weihnachten, habe ich mir Marzipankarton gekauft. Letzte Woche hatte ich noch so anderes Zeugs, das hieß dann Lebkuchen. Und auch hier der Spekulatius steht auch schon bereit. Ist da noch was drin? Ja, da ist auch noch Spekulatius drin. Ja, mein Einkauf der Woche war ein total sinnloser Videoteil hier aus dem Vlog, aber egal. Ich wollte das einfach mal machen und ich würde sagen, wir gehen. Also ich muss jetzt gleich noch zur Unirasen ein bisschen leeren. Ist jetzt 21 Uhr oder so. Irgendwie. Ja, 8:30. Ich muss um 8:45, habe ich mich verabredet, um ein bisschen leeren. Macht's gut, macht's besser. Bis dann. Ciao. Zweiter Tag. So, morgen Leute, es ist irgendwie 7.30 Uhr morgens oder so. Ich habe jetzt gleich einen Termin beim Augenarzt. Ja. Mal gucken, danach gehe ich vielleicht frühstücken und danach geht's wieder in die Uni. Jeden Tag. Aber jetzt erstmal zum Augenarzt und meine Augen testen. Ja, nachdem ich jetzt erstmal das letzte Mal beim Bäcker war und mir mein tolles Fleischwurstbrötchen geholt habe, habe ich mir jetzt ein Franz. Es ist platt gedrückt. Ein platt gedrücktes Franzbrötchen gekauft und muss ich gleich mal gucken. Gleich geht's nach Wiesbaden. Fahr ich mit dem Zug. Muss ich einfach mal gucken. Aber jetzt erstmal das Franzbrötchen. Dritter Tag. Ja Leute, also jetzt ist wieder Wochenende. Ich habe vorhin Gott sei Dank nur gelernt. Deswegen habe ich nichts gemacht und Selfie. Ja, ich gehe jetzt in die Stadt, ich bringe meine Wäsche weg, gehe noch einen Wein kaufen und zum Saturn für ein Stativ. Da bin ich wieder. Ja, ich war jetzt in der Stadt, habe alles gemacht, was ich machen wollte. Hier die Hemden, ja, habe ich bekommen. Erst allerdings im zweiten Anlauf, gehe ich dahin, habe mein Zettel, was bekomme ich? 8 Hemden.
Ich gebe jede Woche 5 ab. Gut. Dachte mir schon, ist falsch. Dann waren das so falsche Hemden, ja. Habe ich die falschen Hemden bekommen von einem anderen. Schade. Ja, jetzt bekomme ich die. Das sind die richtigen. Aber, sieht man das? Sieht man das hier in der Kamera? Man sieht es. Ja, man sieht es in der Kamera. Dieser kleine Riss ist da drüben. Schade. Naja. Das Problem ist, sowas ist in der Wäscherei ausgeschlossen. Egal, kann passieren. Ich habe jetzt bisher wahrscheinlich über 100, 150 Hemden in dieser Wäscherei waschen lassen. Immer alles perfekt. Heute war kurz problematisch. Gut, kann passieren. Naja, dann habe ich noch ein bisschen, war ich einkaufen. Kann man das erkennen? Ich nehme die Flasche mal raus, dann kann man es besser erkennen. Ich habe als kleines Geschenk, weil ich ja nächste Woche in Urlaub fahre, hier eine Flasche Wein mitgebracht. Ja, kann man mal machen, so einkaufen. Dann war ich noch beim Konrad, habe jetzt endlich, hier man kann das sehen, so ein Stativ gekauft, so ein Tripod-Ding. Ich habe mir nur so ein kleines Handding, was ich hier immer für Handaufnahmen nutze, weil die sonst zu shaky werden. Und ja, richtig, jetzt habe ich das gekauft, dann kann ich jetzt ein paar mehr Aufnahmen machen, weil in der Stadt war total voll, weil ist ja Wochenende, dann waren auch noch überall diese Wahlkampfveranstaltungen, weil überall war FDP, Linke, Grüne, Gelbe, Blaue, Engel, alle waren da. Naja, mal gucken, was ich jetzt noch mache, wahrscheinlich werde ich erstmal ein bisschen lernen, ein bisschen was kochen. Vierter Tag. Wieder der nächste Tag angebrochen. Ich bin jetzt hier... Ist jetzt Sonntag, 24. September. Wisst ihr ja, was da ist? Da ist die Wahl zum 19. Bundestag. Und ja, als pflichtbewusster deutscher Bürger gehe ich natürlich wählen. Und ich hoffe, dass das alle anderen auch gemacht haben. Es ist wichtig, dass man in Deutschland das Wahlrecht annimmt, weil sonst stärken Parteien, die auf Protest beruhen, die darauf beruhen, Ängste zu nehmen und sie zu schüren, nur um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, die ein Pseudo-Parteiprogramm haben, sich von anfangs eurokritischen Parteien zu nationalsozialistischen Parteien gewandelt haben. Das möchte ich. Also ich möchte meinen Teil dazu beitragen, das zu vermeiden. Deshalb gehe ich wählen. Ich weiß, ich könnte auch in Jogginghose und Tanktop wählen gehen, aber wählen ist für mich immer ein Akt. Ein Akt der Demokratie. Und deswegen immer die schöne Krawatte, das Limphemd. Ich weiß, ich hasse Brusttaschen, aber das macht nichts. Ich gehe jetzt wählen und wir sehen es wahrscheinlich bei den Hochrechnungen. Wenn ich dir irgendwas zu mache. 32,5. Die SPD rutscht ab auf 20%. Für die SPD ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt. Für die Union das schlechteste seit 1949, auch für die CSU übrigens. Die Linke 9%, Grüne 9,5%. Die FDP nicht. Wow! 10,5! Jawoll! 3 Tage später. So Leute, wir sind jetzt glaube ich am Ende des Vlogs angelangt. Ja, war ein komischer erster Vlog, ich weiß nicht, wie ich richtig vlogge, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall keine Daily, keine Weekly Vlogs geben, zwischendurch mal irgendwann. Ich habe die Kamera auch eher gekauft, eigentlich so für irgendwelche random Special Videos, die mal zwischendurch dann kommen. Keine Ahnung, irgendwie so eine Challenge, keine Ahnung, Pranks für 500€ Arsch anfassen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Solche Videos, die dann kommen. Vlogs irgendwann mal, Vlogs könnten nächste Woche, nächsten 2 Wochen irgendwie mal viel aufgenommen werden. Ob die dann viel kommen, weiß ich nicht, aber wenn wir es schaffen, dann, also wenn ich es schaffe, dann werde ich versuchen viel aufzunehmen, weil ich bin dann ja im Urlaub und da werde ich dann versuchen viel irgendwie aufzunehmen und dann mal gucken. Und dann müssen wir, ja, mal sehen, was ich dann mache, ne? Ich esse erstmal hier noch meine Brötchen und würde sagen, das war's hier von diesem ersten Vlog. Keine Ahnung, also was heißt mein erster? Eigentlich war es mein zweiter, aber ich nenne es eigentlich den ersten Vlog. Man kennt's. Clickbait ist am Start. Bis dahin, ciao und macht's gut.